Hi, ich bin Alice und heute geht es wieder um Träume. Diesmal geht es aber nicht um Träume von mir, sondern um Träume von dir. Wie wäre es, wenn du deinen Traum hier erzählst, wenn du ihn hier auf meinem Kanal sehen könntest? Du erzählst mir deinen Traum. Ich finde es schön, wenn es eine Plattform gibt für Träume, wo man sich ganz viele Traumvideos angucken kann von anderen Menschen, wo man darüber diskutieren kann, was man doch so alles in der Traumwelt erlebt, wo all die Träume gesammelt werden, nicht nur von dir, nicht nur von mir, sondern von ganz vielen Träumern und du dir die alle anschauen kannst, die eine ähnliche Gestaltung haben, ähnliche Rahmenbedingungen. So kann man sich einfach gut über diese Träume austauschen, darüber diskutieren oder auch projektive Traumarbeit machen. Ich stelle uns mal ganz kurz vor, das bin natürlich ich hier vor der Kamera. Hinter der Kamera ist Christoph, genau, von Nitrofilm. Wir haben zusammen getan, um eure Traumvideos zu produzieren. Ja, wie wird das aussehen? Da könnt ihr einen Blick drauf werfen auf die YouTube-Seite von Christoph. Er hat nämlich schon mal Clips gemacht mit Menschen, die von ihren Träumen erzählen. Und so ähnlich würden dann auch unsere zukünftigen Clips aussehen. Also mit schickem Bild, hübschen Ton und ein bisschen atmosphärischer Musik. Wir sind vor allem an luziden Träumen interessiert, aber auch an allen anderen Träumen. Besonders mit der Fragestellung, wie hat der Traum Einfluss auf dein Wachleben gehabt? Zum Beispiel Christoph hat geträumt, also von einem goldenen Fahrrad und hat daraufhin dann sein Fahrrad golden angestrichen. Ich hatte zum Beispiel diesen David-Jens-Traum, wo ich auch ein kleines Video drüber gemacht habe. Oder ein Freund von mir hatte geträumt, dass seine Arbeitskollegen, er arbeitet in einer Bank, sich aufgelöst haben und daraufhin hat er dann den Job gekündigt. Das sind Träume, die uns interessieren, aber wir sind natürlich auch total neugierig, wenn du uns andere interessante Sachen aus der Traumwelt erzählen kannst. Wir suchen Menschen von 16 bis 60, die ihre Träume erzählen wollen. Wenn du sagst, ja, ich träume jede Nacht und ich kann mich super an meine Träume erinnern, dann schreib uns an hallo@nitrofilm.de. Schreib uns 2, 3 Sätze über deinen Traum, den du gerne erzählen willst, wie oft du träumst, wie oft du luzide Träume hast, wo du wohnst, wie alt du bist und schick uns ein Foto an hallo@nitrofilm.de. Drehtermin ist der 11. Dezember, das ist ein Samstag in Berlin. Wenn ihr an dem Tag nicht könnt, dann schreibt uns trotzdem. Wenn wir ganz viele Zuschriften bekommen, werden wir auch noch einen zweiten Drehtag einlegen. Und wenn du es nicht schaffst, nach Berlin zu kommen, dann schreibt uns auch trotzdem. Denn wenn sich ganz viele Träumer an einem anderen Ort zusammenfinden, dann werden wir zu euch kommen, um mit euch eure Träume zu erforschen und aufzunehmen. Das war Alice im Traumland. Ich bin gespannt auf eure Träume, Christoph auch. Wir freuen uns auf eure E-Mails. Hier ist der Link von den Clips, die ich bis jetzt über Träume gemacht habe. Hier ist der Link zu den Clips, die Christoph gemacht hat, wo Menschen über ihre Träume erzählen. Und hier ist der Link zu dem Kurzfilm von Christoph, Nur ein Traum.